کمیته آلمانی همبستگی برای ایران آزاد، کنفرانس در اداره مطبوعات فدرال، برلین، 3 آوریل 2013. Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie ganz herzlich heute hier zu dieser Konferenz, zu dieser kurzen Konferenz, aber trotzdem sehr wichtigen Konferenz im Namen des DSFI. Neben mir sitzt aus dem Vorstand Andi Jauch, der auch im Präsidium des Landtages von Berlin ist. Ich selber heiße Christian Zimmermann und bin auch Vorstand des DSFI. Ich muss unseren Vorsitzenden Otto Bernhard entschuldigen und kann deswegen nicht diese Veranstaltung leiten. Ich begrüße außerdem Günther Verheugen, den ehemaligen EU-Kommissar, und Herrn Bund-Metra, Menschenrechtsanwalt und ehemaliges UN-Leiter des Büros von UNAMI in Irak. Wir sind sehr dankbar, dass er heute hier bei uns ist und uns über die Hintergründe aller dieser Ereignisse, über die wir ja hier reden, Auskunft geben kann. 56 Tage ist es jetzt her, dass dieser schreckliche Angriff morgens die noch schlafenden Bewohner von Camp Liberty. Trotz dieser 56 Tage ist bis heute nichts passiert. Es ist kein bisschen mehr Sicherheit geschaffen worden. Es gibt keinen Versuch, diese Menschen dort zu evakuieren. Und deswegen müssen wir uns treffen und Druck erzeugen mit dem, was wir hier sagen und was wir wollen, auf die Bundesregierung, auf die UN, auf den UNHCR, damit endlich diese Menschen dort Sicherheit erfahren. Ich möchte deswegen auch gleich loslegen und Sie bitten, Herr Bund-Metra, uns zu berichten, wie es zu dieser Situation aus Ashraf nach Liberty gekommen ist. Sie waren selbst dabei, wie Sie gehörten zu UNAMI, und Sie können uns sicher aus erster Hand berichten, wie es zu dieser schrecklichen Lage gekommen ist. Good morning, ladies and gentlemen. Thank you, Mr. President, for this introduction. I would like to start just to present myself first. I am the former chief of Human Rights Office of UNAMI and also former advisor to the special representative of Secretary General in Iraq. My job was to monitor the situation of human rights in Iraq in general. And also, before I joined the United Nations, I was the regional director for penal and prison reform in the Middle East and North Africa. So in this capacity, I worked a lot on introducing human rights-based reforms in prisons in the Middle East and North Africa. So really, when I talk about the situation of human rights in Iraq, it's something that I worked on very intensively. And this morning is my very good opportunity to share with you the experience I went through during 3.5 years trying to work towards upholding the rule of law and human rights in a post-conflict situation that you all know about. The reality of the situation of Camp Ashraf
is a very dramatic one. Since the handover of the camp in January 2009 to the Iraqi authorities, there are certain standards of human rights and humanitarian principles that were maintained and upheld by the American forces, and access to services, including medical services, were something that the Americans have always facilitated. From the very first day when the Iraqis took over Camp Ashraf, the control of Camp Ashraf, they announced officially, and this is on record, that they will put a policy in place to make the life of the Ashrafis unbearable. So there was a council, a decision of the Council of Ministers announcing that anybody, any person or organization working, assisting, dealing with people of Ashraf will be dealt with under the Anti-Terrorist Act. So this is how they came to ban the visits to Camp Ashraf by journalists, NGOs, parliamentarians, and in fact even diplomats were banned from visiting Camp Ashraf. I was, on behalf of the United Nations, the person who used to facilitate certain visits of the diplomats for consular purposes, not for monitoring purposes. Only consular purposes, I facilitated the, those visits. Now, the Iraqis have announced since the very beginning that they will terminate the presence of the MEK in Iraq. How to do that? The objective is to close down Camp Ashraf, relocate the residents to another location. A number of them were mentioned during the year 2011, and finally it came to select Camp Liberty. Camp Liberty was a former military base, American base, disused, vandalized, and completely abandoned up till 3rd of December 2011, when the Americans left. The Iraqi soldiers, in my presence, were actually looting the camp and vandalizing it. So I was witnessing, together with staff from the UNHCR, to the vandalization of the camp. Now, when I reported that the camp was not suitable for accommodating 3,200 people of Ashraf, I was told that I need to be more positive than that. Reporting negatively is not something that is acceptable for the United Nations. After all, the United Nations is in Iraq to help the government of Iraq. So reporting negatively doesn't help. We have to report positively. How do we report positively? It's by actually doctoring reports and pictures. And you all know that the pictures that were distributed, they do not reflect the realities of Camp Liberty. They were very carefully selected. And they were meant to convince first the Ashrafis that the camp is livable, and second, to convince the international community that the humanitarian standards will be upheld. And we have to keep the international attention
away from certain realities like that of the security of the camp. The first assessment we made to the camp was a security assessment. The security assessment underlined the vulnerability of the camp, particularly from aerial attack, missile attack. That report had never been made public. Then there is a second report as an assessment, which is related to the humanitarian standards, human rights and humanitarian standards of the camp. On this, there was a serious consideration how to actually convince the international community that Camp Liberty meets the international standards. An expert, a shelter called, it's called shelter expert, was hired. And I'm afraid to say this is, to say that he was hired with your tax money. A very high cost, he was hired to assess the situation. He came, spent 2 weeks in Baghdad. He assessed the situation. He came to the conclusion that the camp does not meet the standards required. So instead of saying to the Iraqis, this is the expert assessment, UNAMI went on dismissing this report, keeping it away, and issued its own report without mentioning a word about this expert report. They went on saying that Camp Liberty meets the standards. You are all aware of the UNAMI press release of the 31st of December 2011, where UNAMI declared that, certified that Camp Liberty meets these standards. So you will ask, why UNAMI does have to do this? Why UNAMI is misleading the international community? Obviously, the instructions is that UNAMI needs to develop a good friendly relations with the current prime minister. The international community has to see in Iraq a strong, stable, democratic government. That was the cost of a war. So nobody wants to see the Americans leaving Iraq and leaving behind chaos. So we were instructed to report positively. So our reports that sort of highlight violations of human rights, violations of the rule of law, these are something that we need to attenuate. So we always have to underline the progress. And so we did. The reality about Camp Liberty and Camp Ashraf is that it's been always dealt with a very serious bias. And I have to tell you, confess in front of you, when I arrived to Baghdad, I was introduced to the file. And my attitude towards Camp Ashraf was very negative. Just I was introduced, I was told that this is a file that is dangerous and it deals with a group of terrorists. I personally dealt with the group as terrorists. Till through the practice, through the years I spent in, I realized that I was misled. And I realized that I was misled, and we all also misled the international diplomatic community in Baghdad, because we briefed them on a weekly basis. So UNAMI is seriously biased. Our bias goes back
to the very beginning when the Human Rights Watch issued a report, very sort of a controversial report. Later on, another report came out called the Rand Report, an American commissioned report. These reports, we use them as tools for misleading the international community. Just the fact that when new diplomats arrived to Baghdad, it's UNAMI that briefed them about the situation in Ashraf, and we briefed them that you have here a group of terrorists that needs to be dealt with as such. And the days and weeks and months and years I personally spent as the lead person on this file proved to me that everything that comes from Ashraf, from the Ashrafis, was credible, and anything that reaches me through the Iraqi authorities was questionable. And it goes back to the raid against the Ashrafis in July 2009. I did the fact-finding mission those days. I reported on what I found on the ground, and UNAMI attenuated that report to the extent where we just mentioned that there was some, we don't even call it raid or attack, we call it confrontation. How could a disarmed population confront an army? This is the kind of language we use about the Ashrafis. Now, the April the 8th raid that killed 36, again, I was unlucky to be the person who was dispatched there to do the body count. And before doing the operation, the body count, I spoke to the highest authorities in charge of Camp Ashraf, the National Security Advisor. I told him there is an attack currently ongoing. And he said to me, there is nothing happening. I said to him, there are already 22 dead. That was on Friday morning, 2011, 8th of April. I said to him, we need to stop the attack immediately. He said, there is nothing happening, while 22 were already killed. By the afternoon, there was 34. So this is a real organized attack, and which qualify for extrajudicial killing. But instead of calling it extrajudicial killing, UNAMI uses words, attenuated words, like excessive use of force by the police. So it just shows the kind of bias. Now, you are all aware that the political decision is to close Camp Ashraf and expel the Ashrafis. But more cynical than that, it's not just expel the Ashrafis, it's arrest the leadership. There are about 200 arrest warrants issued, some of them in Tehran, others in Baghdad. And no matter what happens, the leadership will be arrested, and both UNAMI and the government of Iraq believe that once you arrest the leadership, the rest of the population will disappear in all directions. And this is how, during the location, we prepared two locations. We prepared Camp Liberty, and we prepared another hotel in Baghdad, Hotel El Yamama, with the conviction that the process of relocation will create a chaos and people will start sort of running all the way, in all directions. Those who will run away will be taken to Hotel El Yamama, and those who will remain in solidarity with the MEK will be taken to Camp Liberty. And you all know that it happened that nobody left, and Camp Hotel El Yamama was left empty up till today. Nobody went to El Yamama. So now
all the pressure is focused on making life in Camp Liberty unbearable. But I'm saying right now that a possible attack will take place any time again. After that, we know about the 9th of February. So it's not finished. I thank you very much for your attention. Vielen Dank. Und ich möchte an dieser Stelle auch ganz besonders darauf hinweisen, welchen Mut das eigentlich bedeutet, sich von dieser UN-Mannschaft zu verabschieden und uns hier in Berlin, aber auch schon in London, auch schon in New York, glaube ich, Rede und Antwort zu stehen und darüber Auskunft zu geben, was wahr ist. Und das ist, glaube ich, besonders lobenswert. Und nochmal vielen Dank an Sie für diesen mutvollen Kampf für die Sache. Ich möchte jetzt Günther Verheugen bitten, sein Statement zu geben. Vielen Dank. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das ist nicht das erste Mal in meinem politischen Leben, dass ich mich zusammen mit anderen persönlich engagiere für Menschen und Organisationen, die von einem Gewaltregime verfolgt werden. Der Grund, warum Leute wie ich das tun, ist immer derselbe. Es geht darum, eine Öffentlichkeit zu erzeugen, die hinschaut, damit diejenigen, die die Macht haben, diejenigen, die ihnen ausgeliefert sind, nicht einfach, mit denen nicht einfach machen können, was sie wollen. Also eine Art unsichtbaren Schutzwall zu schaffen für die Betroffenen. Und in den meisten Fällen hat das auch funktioniert. Es hat sogar funktioniert im Falle des African National Congress und der Widerstandskämpfer in Südafrika. Menschen übrigens, möchte ich in Ihre Erinnerung rufen, insbesondere die anwesenden Journalisten, die von deutschen Regierungsparteien noch bis in die 90er Jahre hinein als Terroristen, nicht als Terroristen bezeichnet worden sind. Ich habe einen Grund, warum ich das. Woran liegt das? Nun, es liegt daran, dass es in diesem Falle nicht ausreichend gelingt, eine breite Öffentlichkeit zu mobilisieren, Interesse und Engagement zu zeigen und dem Irak, der Regierung im Irak und der Regierung im Iran klarzumachen, dass die Welt hinschaut und dass sie nicht zulassen wird, dass hier eine Menschenrechtsverletzung im großen Stil geschieht. Wie gesagt, es gelingt nicht, dieses Engagement zu erzeugen. Nicht in den USA, nicht in der Europäischen Union, ganz besonders nicht in Deutschland. Ganz besonders nicht in Deutschland. Warum? Ich habe lange darüber nachgedacht. Eines ist offenkundig, die Ashrafis, die gezwungen wurden, nach Camp Liberty zu gehen, sind ein Störfaktor. Sie stören. In Deutschland ein ausländischer Störfall. Warum stören sie? Sie stören erstmal die Regierung des Irak, die unter dem Einfluss der Mullahs in Teheran steht. Wenn es unseren amerikanischen Freunden darum gegangen wäre, die Machtverhältnisse im Mittleren Osten zugunsten des Ayatollah-Regimes in Iran zu verändern, hätten sie keinen besseren Weg wählen können als die Invasion im Irak und was sie daraus gemacht haben. Die Machthaber im Iran selber, die in Camp Ashraf den sichtbaren Ausdruck der Existenz einer starken und handlungsfähigen demokratischen Opposition sehen und fürchten. Und dann schließlich die wichtigen Staaten der Welt, die glauben möchten, dass sich in Irak eine stabile,
leistungsfähige, funktionierende Demokratie entwickelt. Die glauben, die möchten das glauben, ja. Darüber schaut man über vieles hinweg. Und diejenigen von uns in Deutschland, die daran glauben, dass man mit den Mullahs in Teheran politische Geschäfte machen kann und deshalb sie nicht verärgern möchten. Das ist eine Denkweise, die insbesondere hier in Berlin weit, weit verbreitet ist, bis in höchste Regierungskreise. Nun, wenn Sie die Bundesregierung fragen, dann kriegen Sie stereotype Stellungnahmen, ganz egal, wo Sie fragen, dem Kanzleramt, Auswärtigen Amt, Bundestag, wo auch immer, Sie kriegen immer dieselbe Stellungnahme, die scheint aus derselben Feder zu stammen. Verdächtig identisch mit dem, was der iranische Geheimdienst verbreitet. Und da wird die Organisation denunziert und nicht anerkannt als das, was sie ist. Die einzige demokratische Alternative im Iran, auf die wir überhaupt politisch setzen können. Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich bitte um Verständnis, dass ich zu spät gekommen bin. Aber ja, zur Situation in Camp Liberty kann ich nur sagen, dass mir zunehmend jedes Verständnis dafür fehlt, was sich dort abspielt. Sie wissen ja, dass die 3000 Mitglieder der Widerstandsgruppe von Camp Ashraf gebeten worden sind, ins Camp Liberty umzusiedeln, mit der Zusage, von dort möglichst rasch nach Europa oder nach USA emigrieren zu können. Diese Umsiedlung war nach Aussage von Herrn Kobler zumutbar, weil Camp Liberty den internationalen Standards entsprechen würde. Es hat sich herausgestellt, dass das nicht zutrifft, zumindest auch nicht, was die Sicherheitsbedingungen betrifft. Angesichts des Raketenüberfalls, des ersten Raketenüberfalls auf Camp Liberty, fragt man sich schon, warum man 3000 Menschen überhaupt zwingt, rund 100 Kilometer in ein anderes Lager umzusiedeln und dann dort die ganze Ausreiseprozeduren zu erfahren. Das hätte man auch genauso gut im Camp Ashraf machen können, wo eine größere Sicherheit gewährleistet gewesen wäre. Und wo mir auch jedes Verständnis fehlt, ist, dass die Prozeduren, die jetzt in Camp Liberty ablaufen, so langwierig sind, Monate sich hinziehen, bis überhaupt entschieden wird, wer kann wohin emigrieren. Natürlich gibt es immer Vorbehalte gegenüber Widerstandskämpfern. Und es ist nicht meine Position und glaube auch nicht unsere Position, jetzt Widerstandskämpfer gegen Unrechtsregime in ihren Taten zu bewerten. Für mich ist es einfach eine Gruppe von Menschen, die in Lebensgefahr sind. Und es ist für mich eine rein humanitäre Angelegenheit, diesen Menschen zu helfen. Das heißt, in einem Land, das die Sicherheit nicht garantieren kann, der Irak, mit einem Regierungschef, der von dem bekannt ist, seine Nähe und Beziehung zum Iran, dass er weder willens noch in der Lage ist, das Camp zu sichern. Ja, also ich denke, dass das auf der Hand liegt, dass seit dem Irakkrieg vor 10 Jahren es um schwere Menschenrechtsverletzungen gegenüber Camp Ashraf geht.
Da laufen natürlich Diffamierungen im Hintergrund, die wir auch heute noch erleben. Und dieser rote Faden geht durch die ganze Geschichte. Und wenn hier gefragt wird, ja, wie kann denn das sein, dass ein Beamter wie Herr Kobler, ein Deutscher, der ja aus einem Land kommt, das ja selber eine Geschichte hat, wo wir wissen, dass am Anfang von Völkermord immer erstmal der Rufmord steht, nicht? Den anderen schlecht machen, das ist doch die durchgehende Geschichte. Ne? Solange diese Diffamierung da ist, trotz der drei Urteile des Europäischen Gerichtshofs in Luxemburg, ist der Stand eigentlich unmöglich. Man kann eigentlich für gar nichts garantieren. Das ist das Problem. Wie kann man in dieser Situation sich noch wehren? Wo sind denn Verteidigungsmöglichkeiten? Sicherlich die eine Verteidigungsmöglichkeit ist die Wahrheit und die andere Waffe ist das Recht. Weil das Recht ja nun gerade der Wahrheit verpflichtet sein sollte und diese ganzen Lügengeschichten entlarven soll. Und natürlich gibt es zwei Hebel. Ein Hebel ist hier in Deutschland. Wir haben ein Völkerstrafrecht, nachdem auch die Bundesanwaltschaft, der Generalbundesanwalt, die Täter von Vergehen, das nach dem Völkerstrafgesetzbuch hier in Deutschland im Ausland, auch wenn sie nicht Deutsche sind und die Opfer nicht Deutsche sind, also eine echte Auslandstat, ausländischer geht es gar nicht mehr, kann er sie trotzdem verfolgen, dann muss man da eben etwas auf den Weg bringen. Und das andere ist natürlich auch, wir haben einen internationalen Strafgerichtshof. Darauf sollten wir eigentlich sehr stolz sein, weil es auch eine ganz starke deutsche Initiative damals mit war, dass es 1998 zu dem Statut von Rom kam. Auch da sollte man mal Überlegungen anstellen, aber vielleicht auch in der Richtung. Wir haben ja nun auch einen Sitz in den Vereinten Nationen und bisweilen auch im Sicherheitsrat. Da muss es doch möglich sein, ja, dort an diesem Gerichtshof, der hier gerade für solche Sachen da ist, ein Ermittlungsverfahren anzuschieben. Damit stellt sich natürlich auch die Frage, sage ich mal, wenn man das hier alles so hört, was da auch von Seiten der UN und Vertretern der UN läuft, nicht, dann muss man sich natürlich fragen, inwieweit da nicht auch eine Beteiligung von Personen in Betracht kommt, die durch die Immunität der Vereinten Nationen geschützt sind, ja, wenn sie über bestimmte Dinge hinwegsehen, wenn sie trotz Kenntnis bestimmter Umstände nicht die erforderlichen Sicherungsmaßnahmen ergreifen und dergleichen. Ja, ich kann Ihnen nur sagen, das Statut von Rom ist sehr scharf und sehr weitgehend. Andererseits wissen wir, dass also nichts über die Immunität von UN-Beamten geht und von dort her also wenig Drohpotenzial vorhanden ist. Gleichwohl sollte man natürlich all diese Wege nicht ausschließen und sie ausnutzen. Das ist meine Empfehlung. Man kann jetzt noch vieles zu diesem oder jedem sagen, aber die große Linie ist die Frage der Wahrheit, sowohl in den Medien, um den entsprechenden Druck politisch zu erzeugen, als auch in der Justiz, um die entsprechenden Sanktionen herbeizuführen. Ja, ja. Vielen Dank, vielen Dank. Ich finde noch kurz zwei, drei Gedankengänge, bevor ich dann auch wirklich das Schlusswort sage. Mich hat das schon immer geärgert, dass so wenig aktive Politiker mitmachen. Ich will noch eine zweite Sache aufgreifen. Wir reden hier immer vom Camp Ashraf. Camp Ashraf ist kein Camp, sondern es war eine Stadt. Und das ist ein Unterschied mit einem funktionierenden Gemeinwesen, und wo die Leute ihr Leben organisieren konnten, auch unter Gefahren. Aber um Camp Ashraf oder Ashraf City, wie ich das immer nenne, anzugreifen, mussten Angreifer zumindest ihr Gesicht zeigen. So wie im April, Juli 2011 das ja auch geschehen ist. Da wusste man ganz genau, wer die Täter sind, wer die Angreifer sind, weil die konnten sich nicht verstecken. Und dieser Prozess von Ashraf nach Liberty zeigt,
wohin der Weg gehen soll. Die Leute, die Menschen immer mehr zu gefährden, immer unsicherer unterzubringen, mittlerweile in einem wirklich zusammengefärchten Lager, 3.200 Leute, die dort leben, auf engstem Raum, unter schlimmen humanitären Bedingungen. Die Lage der Menschen so hat sich dort schon verschlechtert. Man hat, und das hat man ja im Film auch gesehen, alle Sicherheitsbarrieren auch abgebaut. Also es ist schon höchst merkwürdig, da zuzugucken. Mittlerweile, und das kann man dort machen, mit Blechhütten über Raketenangriffe dieses Camp zu bombardieren, das ist ein leichtes, dort viele, viele Opfer innerhalb von kürzester Zeit zu produzieren. Das weiß man, das wurde auch im Vorfeld, konnte man da schon erahnen. Jetzt brauchen die Täter nicht mal mehr Gesicht zeigen. Man kann das hin und her schieben, die Verantwortung, auch für Hezbollah oder ähnliche. Also der Irak muss nicht mal mehr Gesicht zeigen für das Tun und Handeln seines Militärs. Man kann es nur erahnen, weil wenn mehr als 40 Raketen ihr Ziel in ein so kleines Gebiet, also wirklich auch nicht verfehlen, denn es sind ja keine Raketen außerhalb des Camps runtergegangen, dann ist da schon militärisches Know-how hinter. Das kann man so sagen. Also Herr Verheugen hat es gesagt, 3.200 Menschen, das könnte die Bundesregierung leicht organisieren, sie hier aufzunehmen. Und wir haben hier auch die Möglichkeiten, sie schnellstmöglich zu integrieren und aufzunehmen. Und ich glaube auch, dass man eine Lösung für Liberty im Ganzen organisieren muss. Weil jede Gruppe, die dort weggeht, A, man zersprengt die Gesamtgruppe, ja, aber jede Gruppe, die da weggeht, gefährdet die Zurückgebliebenen in Liberty. Umso mehr. Und das darf man nicht außer Acht lassen. Und das erklärte Ziel der iranischen Regierung ist, diese Menschen dort zu vernichten, um das ganz klar zu sagen. Weil, warum? Diese Menschen sind Symbol für den iranischen Widerstand, für Demokratisierung im Iran.